Bei mir ist Kiano Staude, Offensivspieler von Arminia Bielefeld. Herr Staude, seit 2004 bei Arminia Bielefeld, 13 Jahre sind das jetzt, inzwischen bei den Profis angekommen. Was ist das für ein Gefühl? Ja, super Gefühl, ne? Wie gesagt, 13 Jahre schon hier, von klein auf angefangen, Minikicker bis jetzt. Ja, damals bin ich auch mit meinen Eltern mal zum Stadion gekommen, habe mir die Spiele vom DSC angeguckt. Und ja, und es ist umso schöner, dass ich hier spielen kann, selber spielen kann und ja, jetzt meine Eltern, meine Freunde, meine Familie mich zuschauen können. Unter Jeff Sabene sind Sie jetzt Stammspieler geworden. Welche Bedeutung hat er für Ihre Laufbahn? Schon eine große Bedeutung. Also, als er kam, hat er mir Vertrauen geschenkt. Viel Vertrauen geschenkt, als junger Spieler braucht man das. Und ja, ich denke, das habe ich gut umgesetzt. Und ja, es wird mir schon fehlen. Zwei Saisontore stehen bereits zu Buche. Wann wird das dritte folgen? Jetzt schon am Samstag beim 1. FC Nürnberg? Hoffentlich, mal schauen. Die U20-Nationalmannschaft hat eine Einladung verschickt, auch an Sie. Welchen Karriereplan verfolgen Sie bei der Nationalmannschaft, die U21? Stefan Kuntz hat auch schon mal gesagt, der Trainer der U21, er hat Sie auf dem Schirm. Ist das der nächste Schritt, den Sie verfolgen? Auf jeden Fall, klar, erstmal freue ich mich über die Einladung bei der U20. Aber klar, das Ziel ist es natürlich, dass ich dann vielleicht irgendwann mal auch für die U21 spielen werde. Nürnberg und Arminia Bielefeld bei dem oberen Tabellendrittel, ein richtiges Spitzenspiel. Auf jeden Fall, klar, Nürnberg ist eine super Mannschaft, aber wir gehen da nicht als Außenseiter hin, würde ich sagen. Wir gehen mit breiter Brust ins Spiel und ich hoffe, dass wir das was mitnehmen. Viel Erfolg! Danke sehr, danke sehr.